Eine ruhige Straße in einem argentinischen Küstenresort. Nichts deutet auf etwas Außergewöhnliches hin. Doch im Frühjahr 1998 wird die friedliche Atmosphäre jäh gestört, als die versammelte Weltpresse das Haus eines 77-jährigen Kroaten namens Dinko Šakić belagert. Mörder! Mörder! Danach beginnt in einem argentinischen Polizeiwagen eine Reise, die für Dinko Šakić in einem knapp 10.000 Kilometer entfernten Gerichtssaal in seinem Geburtsland endet. Die Verbrechen, die Šakić vorgeworfen werden, wurden vor mehr als 50 Jahren während des Zweiten Weltkriegs begangen. Damals war Kroatien ein Kriegsverbündeter des nationalsozialistischen Deutschen Reichs. Und der kroatische Führer Ante Pavelić eiferte dem Beispiel von Adolf Hitler und Benito Mussolini nach. Während des Krieges wurde in Kroatien eine Kollaborationsregierung installiert. Und Dinko Šakić machte in einem der berüchtigsten Vernichtungslager des Zweiten Weltkriegs Karriere. Er wurde Kommandant von Jasenovac. Jasenovac wurde als das Auschwitz des Balkans bekannt. Hier beging Šakić im Namen des kroatischen Volkes Folter und Massenmord. Nach mehr als 50 Jahren konnte die Justiz ihn endlich fassen. Gerade in seinem Heimatland hat sein Fall alte Wunden aufgerissen und böse Erinnerungen geweckt. Dinko Šakić steht vor Gericht und die schrecklichen Taten, die er begangen haben soll, sind nicht nur ein Schandfleck für das neu gegründete Kroatien, sondern auch für die römisch-katholische Kirche. Kann die Kollaboration mit den Nazis dadurch entschuldigt werden, dass sie im Namen der Freiheit begangen wurde? War Dinko Šakić ein ehrenhafter Freiheitskämpfer oder ein sadistischer Kriegsverbrecher? Ich spreche nicht davon, wie es vorher oder danach war. Doch während ich dort war, wurde keinem etwas zuleide getan. Am 11. November 1918 endet der Erste Weltkrieg. Knapp 3 Jahre später wird Dinko Šakić geboren. Die siegreichen serbischen Truppen kehren in ihre Hauptstadt Belgrad zurück. Alexander, Prinzregent von Serbien, wird zum König des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen gekrönt, das aus den Kriegstrümmern entsteht. Doch der neue Vielvölkerstaat entwickelt sich schon bald zu einem Unruheherd. Von nun an regiert Alexander I. nicht nur über sein eigenes Volk, die Serben, sondern auch über Kroaten, Slowenen, Bosnier, Kosovo-Albaner sowie die Völker Mazedoniens und Montenegros. All diese Völker haben unterschiedliche Religionen, eine eigene Sprache und eigene geschichtliche und kulturelle Hintergründe. Es entsteht ein explosives Gemisch. König Alexander regiert diesen Vielvölkerstaat mit harter Hand. Er unterdrückt regionale Autonomiebestrebungen rigoros. Politiker, die seinem Königreich feindlich gegenüberstehen, werden entmachtet und manchmal sogar ins Gefängnis gesteckt. Im Jahr 1929 benennt Alexander sein Königreich in Jugoslawien, das Land der Südslawen, um. In der Folge überzieht er politische Parteien, die nicht königstreu sind, mit Repressalien. Zu seinen politischen Gegnern gehört auch der aufstrebende kroatische Nationalist Ante Pavelić. Pavelićs radikaler Nationalismus macht ihn zu einem der Vorkämpfer der antiroyalistischen Politik. Doch die Maßnahmen von König Alexander zwingen ihn und seine Gefolgsleute dazu, in das benachbarte Italien zu fliehen. Deve cristallizzare una posizione di patente ingiustizia, perché ha dato la fiamma e il sangue. Italiens Duce, Benito Mussolini, genießt zu jenem Zeitpunkt den Höhepunkt seiner Macht und Beliebtheit. Mussolini hat nach dem Ersten Weltkrieg eine faschistische Partei gegründet. Seinen politischen Erfolg verdankt er den sozialen Missständen und einer Massenarbeitslosigkeit. Er organisiert bewaffnete Milizen, die als Schwarzhemden bekannt werden und ihre politischen Gegner terrorisieren.
1922 wird Mussolini zum Ministerpräsidenten ernannt. Bis zum Ende des Jahrzehnts wandelt er sich zu einem Diktator, der sein Land als europäische Großmacht etablieren will. Mussolini hebt die Rede- und Meinungsfreiheit auf und schaltet die gesamte Opposition aus. Taktiken, die ganz den Vorstellungen Pavelics entsprechen. Im Jahr 1935 greift Mussolini das Kaiserreich Abessinien, das spätere Äthiopien, an und annektiert das wehrlose Land als Teil seines sogenannten neuen römischen Imperiums. Zudem unterstützt der General Franco während des spanischen Bürgerkrieges großzügig mit militärischer Hilfe. Später beginnt Mussolini unter dem Einfluss von Adolf Hitler Gesetze zur Verfolgung von Juden in Italien einzuführen. Dies ist das perfekte Umfeld für den Aufbau einer eigenen faschistischen Bewegung durch Ante Pavelic. Er nennt sie die Ustascha, serbokroatisch für die Aufständischen. Mussolini sieht in der Ustascha-Bewegung ein geeignetes Mittel zur Zerschlagung Jugoslawiens und der folgenden Ausweitung des italienischen Einflusses auf dem Balkan. Deshalb stellt er Pavelic Geld und Waffen zur Verfügung. Im Oktober 1934 wird die Ustascha aktiv. Sie stellt ein Killerkommando auf, um König Alexander zu beseitigen. Die Attentäter müssen allerdings auf ihre Gelegenheit warten. Diese bietet sich, als Alexander sich zu einem Staatsbesuch in Marseille im Süden Frankreichs befindet. Der König und die übrigen Gäste werden von den Stadtbewohnern begrüßt. Keiner ahnt, dass sich die faschistischen Terroristen unter das Volk gemischt haben. Alexander of Yugoslavia is to be borne through the city streets. The grief-stricken Queen Maria walks with her little son, King Peter. Behind them come notabilities of every country in Europe. Jugoslawien hat seinen starken Mann verloren. Alexanders Nachfolger, sein Sohn Peter, ist noch ein kleiner Junge und viel zu schwach, um den Vielvölkerstaat zu regieren. Für seine Beteiligung an der Ermordung Alexanders verurteilt ein französisches Gericht Pavelic in Abwesenheit zum Tode. Doch dieser ist sich des Schutzes Mussolinis sicher und kann weiter ungestört seine Ustascha aufbauen. Und wir müssen fest zusammenstehen für dieses Deutschland. Sieg Heil! Inzwischen hat Pavelic einen weiteren potenziellen Verbündeten. Adolf Hitler, den Diktator Nazi-Deutschlands. Im Mai 1939 wird zwischen Italien und dem Deutschen Reich der sogenannte Stahlpakt unterzeichnet. Dieses Bündnis macht rechtsextremen Nationalisten in ganz Europa neue Hoffnungen. Pavelic sieht im italienischen und deutschen Faschismus die politische Kraft der Zukunft, die Kroatien schließlich in die Freiheit führen wird. Er träumt von einem unabhängigen kroatischen Staat, der völlig frei von Serben und Juden sein soll. Diese Vision begeistert viele Kroaten, darunter auch junge Männer wie Dinko Šakić. Vom kroatischen Nationalstolz ergriffen ist Šakić bereit zu handeln. Seine große Gelegenheit dazu soll bald kommen. Am 8. April 1941 erreicht der Krieg Jugoslawien. In den vorausgehenden 19 Monaten hatte Nazi-Deutschland Polen, den Großteil Skandinaviens und ganz Westeuropa eingenommen. Nun ist Jugoslawien an der Reihe.
jugoslawische Armee wird schnell aufgerieben und kapituliert nach nur 11 Tagen. Die jugoslawische Monarchenfamilie flieht. Hier werden unsere Soldaten mit jubelnder Begeisterung als Befreier begrüßt. In manchen Teilen Jugoslawiens werden die deutschen Truppen als Befreier begrüßt. Die Ankunft der deutschen und italienischen Soldaten erlaubt es der Ustascha-Bewegung, in Kroatiens Hauptstadt Zagreb die Macht zu ergreifen. Viele der einheimischen Kroaten waren froh, als der jugoslawische Staat zusammenbrach. Sie waren mit diesem halbdemokratischen Regime und seinen Repressalien nicht glücklich gewesen. Die Leute dachten, der Krieg sei vorbei. Aber das war er noch lange nicht. Nun fing die große Tragödie erst an. Pavelic kehrt aus seinem italienischen Exil zurück und erklärt Kroatien zu einem unabhängigen Staat. Vom faschistischen Italien und vom Dritten Reich unterstützt, werden dem neuen Staat nicht nur kroatische Territorien zugestanden, sondern auch ganz Bosnien. Eine serbische Minderheit lebt von nun an unter der Herrschaft der Ustascha. Am zweiten Tag wurde der Ausnahmezustand erklärt und nach nur 15 Tagen erließ man Rassengesetze. Maßnahmen gegen Serben wurden schon in den ersten Tagen ergriffen. Massenmorde wurden bereits Anfang Mai begangen, also nur 20 Tage nach der Regierungsbildung. Sie waren sehr schnell. Doch es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen Pavelics Faschismus und dem der deutschen Nazis. Die Nazis verachten die Kirche, während Pavelics Regime erzkatholisch ist. Pavelic will einen rein katholischen Staat schaffen und sein Heimatland von allen fremden Elementen säubern. Sie hatten diese Strategie der Drittel. Das bedeutet, dass ein Drittel aller Serben ermordet, ein Drittel nach Serbien geschickt werden und ein Drittel zum Katholizismus konvertieren sollte. Als Katholiken würden sie zu Kroaten werden. Auf diese Weise glaubte er, die sogenannte Serbenfrage lösen zu können. In einem der dunkelsten Kapitel in der Geschichte der katholischen Kirche im 20. Jahrhundert gibt der leitende Kleriker des Landes, Erzbischof Stepinac, dem Regime seinen Segen. Die katholische Kirche nimmt aktiv an der Zwangskonvertierung orthodoxer Serben zum Katholizismus teil. Kroatiens Faschismus und die katholische Kirche bleiben bis zum Ende des Krieges auf unrühmliche Weise miteinander verbunden. Die Haltung innerhalb der katholischen Kirche im Zweiten Weltkrieg ist natürlich sehr kontrovers. Als die ersten Ustascha-Verbrechen begangen wurden und die Kirche sah, was geschah, fand sie keine einheitliche Position. Manche kooperierten mit der Ustascha, und andere begingen sogar selbst Verbrechen. Die serbische Minderheit Kroatiens ist nun Pavelics Terrorregime ausgeliefert. Mehrere 10.000 werden vertrieben, ermordet oder inhaftiert. Auch antifaschistische Kroaten werden eingesperrt. Den deutschen Wünschen entsprechend verfolgt die Ustascha auch Roma und Juden. Unter dem Vorwand der Rassenhygiene werden Juden ihres Besitzes beraubt. Man nimmt ihnen alles, bis hin zum Ehering.
Im Juli 1941 sind die Gefängnisse des Landes völlig überfüllt. In jenem Sommer beginnt die Ustascha mit dem Bau eines der größten und schrecklichsten Konzentrationslager Europas. Der 21-jährige Dinko Šakić ergreift die Gelegenheit und nimmt dort einen Posten als Lagerwächter an. In den nächsten Jahren soll er Karriere machen und zu einem der mutmaßlich brutalsten Nazi-Kollaborateure des Zweiten Weltkriegs werden. Šakić beginnt mit seiner Arbeit in Jasenovac, eine Autostunde von der Hauptstadt Zagreb entfernt. Dort sind am Ufer der Save einige separate Lager errichtet worden. Im gesamten Lagerkomplex sind die meisten Häftlinge in ganz Kroatien interniert. Heute stehen in Jasenovac Mahnmale und Skulpturen, die an das Leiden und den Tod der Insassen erinnern sollen. Geleitet wird das Lager von Max Luboric, Kopf der neu gegründeten Spezialeinheit von Pavelićs Polizei und Leiter des Konzentrationslagerprogramms der Ustascha. Dinko Šakić heiratet im Jahr 1943 Max Luboričs Halbschwester Nada, die selbst Wächterin in einem der Frauenlager in Jasenovac ist. Dieser Schachzug sichert ihm einen festen Platz in Luboričs innerem Kreis. Im Alter von 24 Jahren wird Šakić zum Lagerkommandanten ernannt. Luboric war eine sehr wichtige Persönlichkeit. Er wollte in seiner Gefolgschaft natürlich eine Person haben, die hundertprozentig loyal war. Und Dinko Šakić war diese Person. Sein Aufgabenbereich soll sich nicht auf die Lagerverwaltung beschränken. Schon bald wird ihm die Leitung der Vernichtungsmaßnahmen anvertraut. Luboric hat die Pläne für Jasenovac entworfen, nachdem er die Konzentrationslager der Nazis besichtigt hatte. Jasenovac und andere KZs in Kroatien werden im Stil der deutschen Lager errichtet. Luboric hat auch die neuesten Versuche der Nazis auf dem Gebiet der Massenvernichtung verfolgt. Sie leiten Autoabgase in Gaskammern, um den Erstickungstod von Männern, Frauen und Kindern durch Kohlenmonoxid herbeizuführen. Doch die Wächter von Jasenovac bevorzugen einfachere Mittel. Im Museum der Gedenkstätte Jasenovac in Kroatien sind einige der Mordinstrumente dieses Ortes des Schreckens ausgestellt. Darunter befinden sich auch die Lieblingswaffen der Wächter. Eines dieser gefürchteten Geräte war eine Klinge, die als Serbenschneider bekannt war und mit der man sehr schnell und effektiv Hälse durchschlitzen konnte. Einer der Wächter rühmt sich später, etwa 1300 Häftlinge mit seinem Serbenschneider getötet zu haben. Viele Häftlinge werden auch in die Öfen einer Ziegelfabrik innerhalb des Lagers geworfen und bei lebendigem Leibe verbrannt. Nur sehr wenige der Überlebenden von Jasenovac sind heute noch am Leben, um von ihren Erfahrungen zu berichten. Pava Molnar war 20 Jahre alt, als die Deutschen in Jugoslawien einfielen und der unabhängige Staat Kroatien gegründet wurde. Als aktives Mitglied der kommunistischen Jugendbewegung in Zagreb wurde sie schon bald verhaftet und nach Jasenovac gebracht. Die jüdischen und serbischen Frauen wurden in den Turm gebracht und aßen dort Kohl und verfaulte Zwiebeln, die im Wasser schwammen. Wenn man dorthin geschickt wurde, war man im Grunde zum Tode verurteilt.
Sie lebten mit den größten Ratten zusammen, die man sich vorstellen kann. Sie waren größer als Katzen und kletterten auf ihnen herum und bissen ihnen in die Ohren. Sie konnten sie nicht verscheuchen. Ich sah Soldaten der Ustascha Schaufeln tragen und Frauen auf Lastwägen laden. Die Frauen schrien: Wo sind unsere Sachen? Und die Ustascha antwortete: Wir schicken euch eure Habseligkeiten nach. Niemand hat diese Frauen jemals wiedergesehen. Sie verschwanden einfach. Wo könnten sie schon hingebracht worden sein? Sie wurden natürlich ermordet. Zu diesem Zeitpunkt machen die Nazis mit ihren Vernichtungsprogrammen grausame Fortschritte und vergasen Hunderttausende von Juden. Die Menschen in den Vernichtungslagern erleiden unvorstellbare Qualen. Obwohl es kaum möglich scheint, sind die Mordtechniken der Ustascha in Kroatien noch sadistischer. Die Schlächter von Jasenovac sind so brutal, dass sogar die Nazis sich daran stören. Reichsführer SS Heinrich Himmler erhält regelmäßig Berichte von deutschen Augenzeugen in Kroatien. Einer dieser Berichte geht 1942 ein. Die Ustascha hat ihre bestialischen Taten nicht nur gegen Männer im wehrfähigen Alter, sondern vor allem gegen hilflose alte Menschen, gegen Frauen und Kinder begangen. Die Anzahl orthodoxer Christen, die von den Kroaten massakriert und sadistisch zu Tode gequält wurden, liegt bei etwa 300.000. Ich war auch zugegen, als die Frauen aus Kostajnica im Lager ankamen und wir kroatischen Frauen sie unter der Aufsicht der Ustascha durchsuchen mussten. Wir flüsterten ihnen zu: Gebt ihnen alles, wir sind Häftlinge wie ihr. Manche hatten Wertgegenstände oder Geld in ihre Kleidung eingenäht. Als die Ustascha sie zu filzen begann, bekamen sie Angst. Sie warfen alles, was sie versteckt hatten, auf den Boden. Er reihte etwa 10 von ihnen auf und erschoss sie. Die Ustascha fürchtet, dass sich die Geschichten von Folter und Massenmord in Jasenovac außerhalb des Lagers verbreiten würden. Um den Gerüchten ein Ende zu setzen, beauftragt das Pavelic-Regime Fotografen, die Häftlinge im Lager bei nützlicher Arbeit für die Kriegsproduktion abzulichten. Doch hinter den Kulissen gehen die Grausamkeit und der Massenmord unbehelligt weiter. Menschen wurden in Massen aus den Dörfern ins Lager gebracht und die Ustascha trennte Kinder von ihren Müttern. Es waren kleine Kinder, von Neugeborenen bis hin zu 15-Jährigen. Sie wurden getrennt. Das alles geschah draußen vor dem Turm. Im Turm gab es nicht genügend Platz. Ganz Gradiška muss das Schreien dieser Kinder gehört haben. Es war schrecklich. All diese Kinder wurden in unterschiedliche Baracken gebracht. Kroatische Frauen versuchten, sich um sie zu kümmern. Schließlich starben sie alle an Diarrhoe und Typhus oder sie verhungerten. Während in Jasenovac weiterhin Gräueltaten begangen werden, bilden sich überall in Jugoslawien Untergrundbewegungen.
Bis zum Ende des Jahres 1942 nimmt der Widerstand gegen das Pavelić-Regime und seine Verbündeten weiter zu. Die Anzahl der Partisanen, die gegen die faschistische Besatzung kämpfen, wächst. Vom kroatischen Kommunisten Josip Broz Tito angeführt und von Briten und Amerikanern ausgebildet und mit Waffen versorgt, stellt diese Guerilla-Armee eine ernsthafte Bedrohung für das Pavelić-Regime dar. Titos Partisanen mischten sich ins Geschehen und boten etwas an, das sie Brüderlichkeit und Einigkeit nannten. Sie sagten, wir wollen den Krieg gegen die Nazis, die Faschisten und deren Kollaborateure gewinnen. Wir bieten eine Lösung an. Die Ustascha führt einen gnadenlosen Krieg gegen Titos Partisanen. Mehrere hunderttausend Zivilisten und Widerstandskämpfer werden getötet. Dennoch gelingt es der Guerilla-Armee, standzuhalten. Und die Zeit von Dinko Šakić und seiner Ustascha-Mörderbande im KZ Jasenovac scheint abzulaufen. Im Herbst 1944 setzt die Rote Armee ihren Vormarsch nach Westeuropa fort und dringt weit auf den Balkan vor. Im Oktober haben sich die sowjetischen Truppen mit Titos Partisanen zusammengeschlossen und die jugoslawische Hauptstadt Belgrad befreit. Der kroatische Marionettenstaat ist nun stark gefährdet. Dinko Šakić erhält den Befehl, alle Überlebenden von Jasenovac zu liquidieren und sämtliche Beweise zu beseitigen. Šakić befiehlt seinen Männern die Ausführung des sogenannten Herbstmassakers. 20 Tage lang werden kranke und altersschwache Häftlinge selektiert und hingerichtet. Danach schmeißt man ihre Leichen in die Save. Im April 1945 erreichen Titos Partisanen das KZ Jasenovac. Sie finden dort nur noch Ruinen, verwesende Leichen und riesige Berge von Kleidern vor, die man den Opfern abgenommen hatte. Man beginnt Nachforschungen anzustellen, um herauszufinden, wie viele Menschen in Jasenovac von Dinko Šakić und seinen Ustascha-Schergen in den vergangenen 4 Jahren ermordet wurden. Doch alle Dokumente sind vor der Befreiung vernichtet worden. Und so lassen sich keine zuverlässigen Zahlen aufstellen. Historiker schätzen die Zahl der Kriegsopfer unter der jugoslawischen Bevölkerung zwischen 1941 und 1945 auf etwa 1 Million. Nach jahrelangen, teils kontroversen Diskussionen unter Historikern geht man heute von etwa 80 bis 90.000 Opfern in Jasenovac aus. Im Mai 1945 kapituliert das Deutsche Reich vor den siegreichen Alliierten. Und der unabhängige Staat Kroatien fällt wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Tausende von Ustascha-Männern fliehen mit den deutschen Truppen und landen in den Kriegsgefangenenlagern der Briten im benachbarten Italien und Österreich. Die Briten sind sich der kroatischen Beteiligung an den Nazi-Verbrechen nicht bewusst und machen kaum Anstalten, nach Pavelić und seinen Ustascha-Schergen zu suchen. Dinko Šakić ist einer der Männer, die den Alliierten durchs Netz gehen. Viele gehen heute davon aus,
dass es Mitglieder der römisch-katholischen Kirche waren, die ihm bei seiner Flucht behilflich waren. Vielen Kriegsverbrechern der Ustascha und der SS wird von hochrangigen Vertretern der katholischen Kirche zur Flucht verholfen. Ausgestattet mit Geld und falschen Papieren, gelangen sie über die sogenannte Rattenlinie ins für sie sichere Ausland, um vorzugsweise in Südamerika ein neues Leben zu beginnen. Zagreb 1945. Die katholische Kirche sitzt wegen ihrer Unterstützung des Ustascha-Regimes auf der Anklagebank. Die kommunistische Regierung unter Josip Broz Tito kann die Kriegsverbrecher Pavelic, Luboric und Šakić nicht fassen. Also wird der Erzbischof Stepinac vor Gericht gestellt. Man klagt ihn an, weil er mit dem Ustascha-Regime kollaboriert und zugelassen hat, dass Serben orthodox-christlichen Glaubens zum Katholizismus zwangskonvertiert wurden. Stepinac wird des Landesverrats und der Kriegsverbrechen schuldig gesprochen. Das Urteil müsste eigentlich die Todesstrafe sein. Doch er kommt mit einer Haftstrafe von 16 Jahren davon. Erstaunlicherweise wird er nach nur 5 Jahren wieder entlassen. 1988 trifft Papst Johannes Paul II. Eine Entscheidung, die nicht nur in Kroatien, sondern auf der ganzen Welt heftig kritisiert wird. Er erklärt Erzbischof Stepinac zum Märtyrer und spricht ihn selig. Der entscheidende Schritt vor einer möglichen Heiligsprechung. Und es gibt noch weitere Skandale im Zusammenhang mit der katholischen Kirche. Ein Geheimdokument des US-Finanzministeriums enthüllt, dass der Vatikan 50 Jahre lang im Besitz von 200 Millionen Schweizer Franken gewesen ist, die aus dem von der Ustascha geraubten Vermögen kroatischer Serben und Juden stammten. Unterdessen genießt Dinko Šakić die Gastfreundschaft des argentinischen Präsidenten General Juan Perón. Perón ist ein charismatischer Anführer, der die faschistischen Diktatoren Europas bewundert und sogar ihr Auftreten imitiert. Er betrachtet Männer wie Šakić und Pavelić als Helden im Kampf gegen den gottlosen Kommunismus und heißt sie daher mit offenen Armen willkommen. Unter dem Schutz der argentinischen Regierung lassen sich Šakić und seine Frau Nada in dem außerhalb von Buenos Aires gelegenen Küstenresort Santa Teresita nieder und ziehen dort ihre Kinder groß. Unter dem Namen Ljubomir Šakić Bilanović lebt Šakić unbemerkt in Argentinien und eröffnet dort sogar eine Textilfabrik. So wie sein ehemaliger Vorgesetzter zu Kriegszeiten, Ante Pavelić, wird auch er aktives Mitglied einer politischen Emigrantenorganisation der ehemaligen Ustascha. 1958 hat Pavelić einen seltenen Fernsehauftritt und rechtfertigt dabei seine Vergangenheit als faschistischer Diktator zu Kriegszeiten. Después de la insurrección general del pueblo croata encabezada por el movimiento Ustascha. Ein Jahr später wird Pavelić im Auftrag der Geheimpolizei Titos ermordet. Dinko Šakić verhält sich unauffällig, bis ihn die Vergangenheit nach fast 50 Jahren im argentinischen Exil einzuholen beginnt. Im Jahr 1990 wird abermals der Ruf nach der Unabhängigkeit Kroatiens laut. 10 Jahre zuvor war Präsident Tito gestorben. Obwohl es ihm zu Lebzeiten gelungen war, sein geliebtes Jugoslawien zusammenzuhalten, steht der Vielvölkerstaat nun kurz vor dem Zusammenbruch. Kroaten sammeln sich wieder auf der Straße, um die Unabhängigkeit ihres Landes zu fordern. Der neu gewählte Anführer Franjo Tudjman war immer ein loyaler Anhänger Titos gewesen.
Doch als Jugoslawien in sich zusammenzufallen droht, bekennt sich Tudjman zum kroatischen Nationalismus. In Jugoslawien bricht ein Bürgerkrieg aus. Serbien hat die Verbrechen des Ustascha-Regimes nicht vergessen und zieht gegen Kroatien in den Krieg. Der folgende Balkankrieg, an dem alle Völker des ehemaligen Jugoslawiens beteiligt sind, dauert den Großteil der 1990er Jahre an. Mehrere hunderttausend Menschen werden massakriert oder vertrieben und es entsteht ein neuer Begriff für Völkermord. Politiker sprechen nun von der ethnischen Säuberung. Doch für Männer wie Dinko Šakić ist das nichts Neues. Denn er war schon damals in Jasenovac damit beauftragt gewesen. Im Zuge des Jugoslawienkrieges steigt das Interesse über die historischen Ursachen der Gewalt und so pilgern argentinische und internationale Journalisten zum Domizil von Dinko Šakić. 1998, 50 Jahre nachdem er mit seiner Frau Nada nach Argentinien geflohen ist, begeht Dinko Šakić einen folgenschweren Fehler. Eines Tages klopft ein Reporter des argentinischen Fernsehprogramms Telenoche an seine Tür und bittet um ein Interview. Šakić erklärt sich damit einverstanden und lässt ihn eintreten. Der Fernsehreporter kann sein Glück nicht fassen und versucht, das Vertrauen Šakićs zu gewinnen. Die erste Frage soll ihn also in Sicherheit wiegen. Wann sind Sie aus Europa angekommen? Ich bin am Morgen des 22. Dezember 1947 nach Argentinien gekommen. Wie haben Sie Ihr Land verlassen? Als Immigrant. Wir kamen mit einer Gruppe von Kroaten. 500 Kroaten hatten ein Gruppenvisum, das die argentinische Regierung kroatischen Immigranten erteilte. Ich hatte ein Einwanderungsvisum. Und 150 von uns kamen auf dem Schiff Tucumán an. Nun beginnt der Fernsehreporter ein wenig tiefer in Šakićs Vergangenheit zu wühlen. Ich bin ein kroatischer Patriot, der für sein Land gekämpft hat. So fing ich an. Ich war damals ein Vertrauensmann. Sie waren auch in Jasenovac. Wie bitte? Sie waren auch in Jasenovac? Ja. Sagen wir mal, irgendwo dort. Ich war dort in einer Einheit. Dinko Šakić gibt nur ungern zu, in Jasenovac gewesen zu sein, doch der Fernsehreporter lässt nicht locker. Am Schluss waren Sie einer der Kommandanten? Nein, ich war Direktor und kein Kommandant. Nur für 100 Tage. Während ich dort war, durfte kein Wächter oder Verwalter einem Häftling etwas zuleide tun. Egal ob Jude oder nicht. Können Sie mir den Zeitraum nennen? War es zwischen 1941 und 1944? Dezember 1942 bis Oktober 1944. In diesem Zeitraum durfte keiner einem Häftling etwas zuleide tun? Ich spreche nicht davon, wie es vorher oder danach war. Doch während ich dort war, wurde keinem etwas zuleide getan. Es gab interne Regeln. Und wenn jemand gegen sie verstoßen hatte, dann wurde er von der internen Verwaltung bestraft.
Und von Ende 42 bis Ende 44 wurde keiner getötet? Ich sah keinen Mord. Wir hatten kein Interesse daran, Menschen zu töten. Wir brauchten sie als Arbeitskräfte, die uns unterstützten. Die Ausstrahlung des Telenoche-Interviews im argentinischen Fernsehen ist eine Sensation. Dinko Šakić ist endlich aus seinem Versteck in die Öffentlichkeit getreten. Und die Konsequenzen für ihn sollen verheerend sein. Efraim Zuroff, einer der altgedienten Nazi-Jäger des Simon-Wiesenthal-Zentrums, hört von Šakićs Fernsehauftritt. Er beantragt sofort seine Auslieferung, damit er vor Gericht gestellt werden kann. In der kroatischen Hauptstadt Zagreb verursacht das Wiederauftauchen Šakićs ein Dilemma. Tudjman betrachtet sich selbst als Patriot, der auf die Kriegsgeschichte seines Landes stolz sein kann. Er hat dieses Image benutzt, um sein Land wieder aufzubauen. Er hat sogar behauptet, dass die Anzahl der Todesopfer in Jasenovac in die Höhe getrieben worden sei. Tudjmans Geschichtsauffassung zufolge war Šakić ein Freiheitskämpfer und ehrenhafter kroatischer Patriot. Doch Mitte der 1990er Jahre muss Tudjman der Welt und insbesondere den USA beweisen, dass Kroatien eine moderne, pro-westliche Demokratie ist. Vor allem die Amerikaner betrachten Šakić als Nazi-Kollaborateur und sadistischen Mörder. Er ist einer der letzten lebenden Kommandanten eines Vernichtungslagers des Zweiten Weltkriegs. Mörder! Mörder! Gefängnis für die Mörder! Wenige Wochen nach dem Telenoche-Interview wird Dinko Šakić verhaftet. Die Presse fällt über das ruhige Küstenressort her. Was hat er gesagt? Er hat mir gar nichts gesagt. In ähnlichen Fällen hatten die argentinischen Behörden zuvor nur sehr zögerlich auf Auslieferungsanträge für alte Nazi-Kriegsverbrecher reagiert. Doch dieses Mal ist die Reaktion prompt. Sind Sie ein Mörder, Herr Šakić? Kein Kommentar. Dinko Šakić ist schon bald auf dem Weg zurück nach Kroatien, um dort vor Gericht gestellt zu werden. Ich denke, dies könnte ein Meilenstein für die kroatische Gesellschaft werden. Dieser Prozess wird ein Test für das neue Kroatien sein, für ein Land, das sich völlig in den Westen integrieren will. Wir sollten an die Opfer des Ustascha-Regimes denken. Antifaschistische Kroaten, Serben, Juden und Roma sind diejenigen, die unsere Sympathie und Empathie verdienen. Am 18. Juni 1998 kehrt Dinko Šakić zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs nach Kroatien zurück. Seine Frau Nada begleitet ihn. Sie hatte in Jasenovacs Frauenlager als Wächterin gedient. Sie war somit auch in Kriegsverbrechen verwickelt und wird verhört. Sie war stark daran beteiligt, weil sie wusste, was geschah, und sah, wie Menschen verfolgt und ermordet wurden. Sie kann nicht behaupten, es wäre nie passiert. Dinko Šakićs Prozess beginnt schließlich im November 1998 am Bezirksgericht von Zagreb. Er wird angeklagt, in seiner Zeit als Lagerkommandant von Jasenovac für den Tod Tausender von Häftlingen verantwortlich gewesen zu sein. Mehr als 30 Zeugen, darunter auch Überlebende des KZs, sagen gegen ihn aus. Dennoch besteht Šakić während des gesamten Prozesses auf seiner Unschuld. Ivo Goldstein, Professor für zeitgenössische kroatische Geschichte an der Universität von Zagreb, wird als Experte in den Zeugenstand gerufen. Wenn ich über das Terrorsystem der Ustascha sprach, lachte er. Aber er lachte auch, wenn andere Zeugen etwas sagten. Das war also nichts Neues. Der Richter warnte ihn einige Male. Herr Šakić, lachen Sie nicht. Es ist nicht lustig. Und dennoch lachte er immer wieder.
Šakić wird schließlich des Mordes und der Billigung des Mordes von 2000 Serben, Juden und Roma schuldig befunden und zur damaligen Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnishaft verurteilt. Der Richter erklärt, dass sein Mangel an Reue zur Länge der Haftstrafe beitragen würde. Obwohl auch sie aussagen muss, wird Nada Šakić nie selbst vor Gericht gestellt. Trotzdem hat sich Kroatien in den Augen vieler Kroaten endlich mit seiner faschistischen Vergangenheit auseinandergesetzt. Im Juli 2008 stirbt Dinko Šakić im Alter von 86 Jahren auf der Krankenstation eines Gefängnisses. Er war kein Heinrich Himmler und nicht einmal ein Ante Pavelić. Doch war er ein kleines Rädchen im großen Getriebe, das ihm die Macht gegeben hatte, über Leben und Tod Tausender von Menschen zu entscheiden. Bis zum Ende seines Lebens fühlte er nie das Bedürfnis, sich bei jemandem für seine Taten zu entschuldigen. Die Verbrechen des Dinko Šakić und seiner Ustascha-Kameraden wurden im Namen des kroatischen Volkes begangen. Sogar heute noch glauben viele seiner Landsmänner und Landsfrauen, dass Šakić kein Krimineller war, sondern ein heroischer Kämpfer für die Freiheit der Nation. Sie sind der Meinung, dass seine Opfer, jene Serben, Juden, Kommunisten und Roma, die eigentlichen Verbrecher waren und nicht Dinko Šakić. In ihren Augen kollaborierte Šakić zum Schutz der Nation und des heiligen katholischen Glaubens mit den Nazis. Dinko Šakićs sterbliche Überreste liegen hier auf dem Zentralfriedhof in Zagreb begraben. Bei seinem Begräbnis erklärt der römisch-katholische Priester den Trauergästen, dass er stolz sei, Šakić im Sarg in seiner Ustascha-Uniform gekleidet zu sehen. Er fügt hinzu, dass jeder ehrenhafte Kroate stolz auf den Namen Dinko Šakić sei. Doch nicht alle Kroaten sind dieser Meinung. Viele erinnert das Ustascha-Regime an eine brutale und blutrünstige Zeit ihres Landes. Und diese Erinnerung darf nie erlöschen. Alle in der Ustascha waren gleich. Es gibt unter ihnen keine Unschuldigen. Es war ein Übel, das nie wieder geschehen darf. So etwas darf unmöglich wieder geschehen. Es sind viele gestorben, aber sie sind immer bei uns. Wir leben mit ihnen.